das Kloster St. Josef in Thürnau. Hier leben 11 Schwestern nach 3 Prinzipien: einfache Lebensweise, Gebet und Arbeit. Für eine spezielle Arbeit sind sie bekannt, das kunstvolle Sticken. Die Geschichte dahinter: Die Gemeinschaft, die kam ja aus der Schweiz und ist 1848 dort aufgehoben worden. Dann haben sie Schweiz verlassen müssen, waren in Frankreich, und in Frankreich haben sie Geld auch verdienen müssen, damit sie leben konnten, und haben dort wirklich richtig mit ausgebildeten Stickerinnen angefangen. Mit diesem Können kamen sie 1902 nach Thürnau. Der erste Kunde? Der Pfarrer im Ort. Lange sticken die Schwestern selbst. Heute leitet die Äbtissin 4 Angestellte an. Auf dieser Stola wünscht sich der Kunde die Hauptevangelien der Fastenzeit. Der erste Schritt führt von der Idee zur Zeichnung. Das Bild wird abgepaust, die Umrisse auf den Stoff übertragen und die Farben ausgesucht. In der Stola steckt eine Woche Arbeit. Noch aufwendiger ist es, alte Kostbarkeiten aufzufrischen. Das ist jetzt das Gewand vom Jesuskindlein, von einer Mutter Gottes aus Tittmoning, die dieses Jahr 300 Jahre alt wird, das Gewand natürlich auch. Und das hätten wir jetzt ein bisschen herrichten sollen. Und da haben wir gesagt, das kann man nicht nur ein bisschen machen, weil der Stoff schon ganz kaputt war. Und haben gesagt, jetzt werden wir die Stickerei auf einen neuen Stoff übertragen. Und das, was sich schon aufgelöst hat an Fäden, müssen wir halt nachsticken. Das Gold war ganz schwarz, das haben wir inzwischen auch ein bisschen geputzt, dass es wieder leuchtet. Weil die alten Materialien rar sind, wird jeder Faden aufgehoben. Nebenan in der Näherei bessern die Schwestern Messgewänder aus. Auch ihr eigenes Gewand nähen sie selbst. Schließlich ist der schwarz-weiße Habit der Zisterzienserinnen draußen nicht leicht zu bekommen. Die Arbeit ist wichtig, aber eines zählt noch mehr. Das Beten, die Freundschaft mit Gott, das ist das Zentrum unseres Lebens. Und nur wenn man diese Freundschaft mit Jesus lebt und spürt und bei der auch bleiben will, wird man so ein Leben, wie wir es führen, für sich vielleicht in Erwägung ziehen. Und das sieht so aus. Um 5:30 Uhr morgens Laudes, dann Meditation, heilige Messe, Mittagshore, Vesper, Vigil und schließlich das Komplett. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man nicht dann Amen sagt in der Kirche, rausgeht, jetzt kommt was anderes, sondern dass sich das Gebet so durch den Tag zieht. Das kann man nicht, indem man hier eintritt. Ja, das ist irgendwo auch eine Lebensaufgabe. Man kann ja zum Beispiel nicht, wenn man am Computer sitzt, nebenher Rosenkranz beten. Das ist auch nicht gemeint, sondern einfach alles so im Lauf des Tages zum Gebet werden lassen. Zwischen Beten und Arbeiten finden die Mahlzeiten und auch die Gemeinschaft ihren Platz. Eine feste Struktur, die frei macht für den Glauben. Sie sind Gott geweiht, sagen die Schwestern. Das heißt auch, sie sind für den Menschen da. Ganz gleich, ob der eine neue Fahne für den Verein braucht oder ein Gebet in der Stille.